Markus Häkkinen im ersten Augenblick glaubt, es gibt Freistoß für Ried. War schon sehr erzürnt, hat dann die Gestik des Schiedsrichters doch noch im letzten Moment gesehen. Ja, also das hätte auch in die andere Richtung gehen können, so wie der Finne da eingestiegen ist. Aber Fakt ist, Freistoß Rapid, Freistoß Hofmann. Und die nächste Möglichkeit und ein Eigentor beschert Rapid den ersten Treffer im Kalenderjahr 2012. Ich glaube, Max Kahn aber da ist letzter noch dran. Dreimal hat es Steffen Hofmann heute schon probiert, dreimal nicht viel passiert. Bichler mit dem Kopf und dann wohl Karner mit der Sohle. Nach unserem strengen Bundesliga-Reglement geht der Treffer offiziell wohl an Harry Bichler und das ist der erste Bundesliga-Treffer des Innenverteidigers im 51. Bundesligaspiel. Sein erster Einsatz im Frühjahr, hat also diese endlos scheinenden Knieprobleme womöglich endlich ad acta gelegt. Ja, noch ein Wort zu Soriano, der ist diesmal gar ohne Torschuss geblieben. In den letzten Spielen hat er sich zumindest große Chancen erarbeitet, die er dann freilich alle vernebelt hat. Also dieses Spiel ist komplett am Spanier vorbeigelaufen. Hofmann. Ja, die Fahne bleibt unten. Der Treffer zählt, denn Sonnleitner ist weggegangen und hat hier nicht eingegriffen. Steffen Hofmann mit dem 1:1 in der 74. Minute. Ah, da haben die Salzburger geschlafen. Und die 2000 mitgereisten Rapid-Fans natürlich jetzt außer Rand und Band. Hoffentlich nicht zu sehr. Alexander Walke wieder mal bezwungen worden. Er konnte wohl am wenigsten dafür. So, klar, dass wir das noch einmal auflösen werden, diese Situation. So, da schauen wir, da kommt Sonnleitner hinein. Der wäre im Abseits gewesen, greift aber nicht ein, irritiert dann auch niemanden. Und so geht der Ball unberührt von allen anderen hinein ins Netz. Aus meiner Sicht ein reguläres Tor. Hofmann immer wieder Parlov bei ihm. Der Kroate versucht, die Kreise des Rapid-Kapitäns einzuengen. Flanke Trimmel auf Nohio. Götzer gegen Farkas. Wieder Hofmann, verfolgt von Parlov. Jetzt ist Parlov etwas weit weg gewesen. Da ist die Schusschance für Steffen Hofmann. Die nützt er. Und Thomas Borenic schaut da gar nicht gut aus. 83. Minute. Der Kapitän auf Rachefeldzug gegen sich selbst. Hier, da verliert Parlov Hofmann kurz aus den Augen. Hat Hofmann Platz, zieht ab, aber Borenic muss diesen Ball halten. Steffen Hofmann trifft. Möglichkeit zum Gegenstoß für Rapid. Guter Seitenwechsel von Häkkinen, der da Grozurek sieht, der viel Platz hat. Katzer nimmt Tempo auf, bietet sich an. Was macht Grozurek? Der zieht nach innen. Immer noch Grozurek! Lukas Grozurek! Und da ist der Ball drin. 1-0 für Rapid. Der Torschütze heißt aber nicht Grozurek, sondern Deni Ala, der den Ball noch entscheidend über die Linie gedrückt hat. Deni Ala trifft also gegen seinen Ex-Club. Und das nach diesem Konter von Rapid.
Lukas Krozorek, 20 Jahre jung, aber was hat der für einen Mumm? Nimmt es da mit drei Gegenspielern auf, dann zielt er aufs lange Eck, hat etwas Pech, dass der Ball nur an die Stange geht, aber Deni Ala ist zur Stelle. Da sind die Kapfenberger Verteidiger jetzt mal etwas zu weit auseinander gestanden. Aber ist auch logisch. Rapid hat gekontert. Senčar rutscht weg. Der Ball ist weg aus Kapfenberger Sicht. Der Konter von Rapid. Steffen Hofmann vorbei an Grgic. Serviert für Krozorek. Was macht der? Katzer hinterläuft. Markus Katzer mit dem Querpass. Deni Ala 2-0. Eine Stunde gespielt. Und ich will ja nichts verschreien, aber ich glaube, jetzt ist die Partie entschieden. Deni Ala mit seinem zweiten Tor gegen seinen Ex-Club. Damit ist er bisher der Man of the Match bei Rapid. Vergessen wir nicht Lukas Krozorek, der auch jetzt an der Entstehung dieses Treffers wieder beteiligt war. Hofmann, da ist er. Lukas Krozorek, aber auch Katzer bietet sich da schön an, hinterläuft. Katzer legt quer. Ja, und Deni Ala da möglicherweise sogar im Abseits. Also da müssen wir noch einmal genau drauf schauen. Beim Querpass von Katzer könnte es sein, dass Ala da einen Tick näher am Tor war als Lovre Vuli. Freistoß Prokopitz, Gerson hat das eigentlich sehr gut gelöst. Ja, und in dieser letzten Minute der Nachspielzeit noch einmal Eckball für Rapid. Pichler. Tonhofer hebt den Ball noch einmal rein. Kein Abseits. Und das ist das 3-0 in der vierten Minute der Nachspielzeit. René Gartler setzt hier den Schlusspunkt. Peter Schöttl applaudiert. Ja, und jetzt hat Rapid tatsächlich in diesem einen Spiel so viele Tore erzielt wie in 6 Spielen im Frühjahr davor. Hier die zu kurze Abwehr, der Schuss von Pichler, da bringen die Kapfenberger den Ball wieder nicht weg. Und dann richtig steht René Gartler beim Zuspiel nicht im Abseits. Vor ihm 2 andere Rapidler vorne. Beim Pass aber Gartler eben richtig gestartet und somit ein reguläres Tor, das 3-0. Acker ist zweikampfstärker, hat bisher auch in dieser ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte 4 Torschüsse abgegeben, während Rapid nur einmal bemüht war, auch den Anschlusstreffer zu erzielen. Vor allem macht Rapid viele Fehler im Aufbau, dadurch auch die Innsbrucker mit Gegenangriffen. Jetzt allerdings Rapid schön gespielt, Ala, noch immer Ala, und das muss es sein, das ist es! Aus dem Nichts das 1-2 durch Atenuhiu. Siebter Saisontreffer, Hoffnung bei den mitgereisten Rapid-Fans, und Peter Schöttl wird Guido Burgstaller bringen. Entscheidend war auch das Zuspiel von Prokopitz auf Ala. Sehr schöner Haken vorbei am Bea. Dann sind da zwar 5 Innsbrucker, aber die sind alle bei der ersten Stange und dahinter 2 Rapidler frei. Das war ein Geschenk, das Rapid gerne angenommen hat. Weder vom Assistenten noch vom Schiedsrichter ein Fallspiel angezeigt. Ala 1 gegen 1 gegen Ebner. Deni Ala, Sieger Ebner, auch wenn das auf Kosten des zweiten Eckballs für Rapid geht. Auer gegen Burgstaller. Oliver Trachter ist bekannt dafür, dass er das Spiel gerne laufen lässt. Hofmanns zweiter Versuch heute von der Eckfahne.
Der ist gut und der ist drin. Das macht der Emil Wundlo da. 1-0 Rapid, 22. Ja, wenn du glaubst, es geht nichts mehr, kommt irgendwo so ein Eckstoß her. Patrick Tischler war sich sicher, diesen Ball runterzufangen. Das hätte er wahrscheinlich auch. Und dann kommt Patrick, Namenskollege Mevungo, Schicker da angesetzt hat an den Beinen von Kulowitz. Ui, da hat sich Drescher verschätzt. Da ist Ala. Und jetzt ist es wohl gelaufen. Deni Ala mit dem 2-0 für Rapid nach 72 Minuten. Der Drescher weiß, was er da verbockt hat. Sich natürlich mitschuldig gemacht an diesen Treffer. Und das ist für Ateno Hio, der schon 7-mal getroffen hat, man fasst es nicht, man glaubt es kaum, die erste Torvorlage in dieser Spielzeit. Deni Alas, 5. Treffer, macht die Aufgabe der Admira für den Rest des heutigen Abends schon fast unlösbar. Funktioniert der Doppelpass Hoffmann-Luio nicht. Aber es geht weiter Richtung Tor von Tischler. Ekinen mit viel Übersicht auf Drazan. Minute 85, 7. Eckstoß für Rapid. Zum 7. Mal Steffen Hofmann. Ja, wieder Sommer da vorne mit drin, ein Stück und jetzt macht sich der Admira noch ein Eigentor und damit heißt es gute Nacht. René Seebacher Ende Juli hat er ins richtige Tor getroffen gegen Wiener Neustadt. Heute trifft er ins eigene, schon seltsam. Zweites Eigentor, FC Trenkwalder Admira in dieser Partie. Und damit ist wohl alles erledigt. Deni Ala darf sich da einen sehr billigen Assistpunkt gutschreiben lassen. Der Auswärtssieg nach 5 sieglosen Auswärtsspielen geht wohl in Ordnung. Ja, apropos Nuio und Kabinettstückchen. Hofmann nicht mehr da, Christopher Drazan, der neue Mann für die Ecken für Rapid. Sehr viel Trall, Tischler, naja, der Ball ist nass, aber das war nicht ganz souverän. Kein Abseits von Sonnleitner und da ist Prokopitz. Herzlichen Glückwunsch, verspätet zum 24. Geburtstag. Den hat er vorgestern gefeiert und jetzt macht er sein erstes Saisontor. Sein zweites für Rapid, sein 5. Bundesliga-Tor insgesamt. Das ist das 11. Joker-Tor von Rapid in dieser Saison. In dieser Kategorie ist die Mannschaft schon mal eine Spitzenmannschaft, Peter Schöttl. Der Admira in Auflösung. Das 0-2 hat schon wehgetan, das 0-3, das Eigentor, hat so ziemlich alles ruiniert.
Aber Ausgangspunkt diese wahrlich nicht souveräne Abwehr von Patrick Tischler, der jetzt auch schon angesteckt ist. Fahrer gut gestört von Kulowitz, zweiter Versuch. Jetzt wäre Klapf auch mal mit vorne und dann bleibt Saurer hier ohne große Not an Kulowitz hängen. Und jetzt kommt Deli Alla mit viel Tempo. Rechts ist Boris Prokopitz. Prokopitz, 1-0 Rapid. 13 Minuten gespielt. Na, wenn es schon konstruktiv nach vorne nicht geht, dann via Konter. Da trifft der Prokopitz vor einer Woche als Joker zum ersten Mal in dieser Saison und macht heute gleich sein Saisontor Nummer 2. Aber der Ausgangspunkt war Christoph Saurer mit seinem furchtbaren Ballverlust an Kulowitz. Dann ging es recht schnell, voll über Alla. Beide Neustädter Innenverteidiger haben nur Augen für Alla und damit verlieren sie Prokopitz aus dem Blickwinkel. Jörg Siebenhandl aus dieser kurzen Distanz praktisch ohne Abwehrchance. Ganz cool vom gebürtigen Slowaken abgeschlossen. Jetzt wartet der kleine Fritz etwas zu lange und dann macht er ein Kunststück à la Ronaldo. Das geht gut, kein Abseits von Rio. 2-0 Rapid. Und jetzt ist Ate Luio mit 8 Treffern wieder alleiniger Spitzenreiter der Rapid-internen Torschützenliste. Hier der Pass von Drazan. Da ist Alla mal im Abseits. Und beim Abspielen von Alla ist wohl auch Luio im Abseits. Wie war das mit den kuriosen Abseitsentscheidungen des Hüseyin Ayhan hier in diesem Stadion? Das ist keine neue Spielsituation, als Marc hier den Ball berührt. Doppeltbitter für Wiener Neustadt. Buchstall, jetzt kann er sich einmal durchsetzen. Gegen Kopf und er trifft. 13. Spielminute, Rapid führt mit 1-0. Und der Torschütze ist guter Burgstaller. War das ein Hammer? Hier achten Sie auf den Zweikampf. Guter Burgstaller gegen Matthias Koch. Erstmal setzt sich Burgstaller da durch und dann zieht er ab. Und auch wenn der Ball ins kurze Eck geht, ich denke, Christian Kranze hat da keine Abwehrmöglichkeit. Das war ein ordentlicher Bums. Schitsch rutscht weg, Kulowitz jetzt als Vorbereiter. Alla, der macht das 1-0. 1-0 Rapid, sein erster Treffer überhaupt in Ried. Ist ihm bisher noch nie gelungen, obwohl er schon 26 Tore erzielt hat. Aber hier in Ried gelang ihm noch keines. Heute vielleicht ein sehr wichtiges. Ziemlich genau vor 3 Jahren feierte Alla sein Bundesliga-Debüt, aber Kulowitz. Wunderbar, an und für sich die Aufgabe von Hofmann und er sollte ihm nur den Rücken frei halten, aber das übernimmt er selbst. Ausschlaggebend, Ballverlust von Acic, der rutscht weg, aber es ist natürlich noch ein langer Weg dahin. Da hätte sich schon irgendjemand anders aufraffen können, um das Zuspiel zu erschweren. Zumindest toller Abschluss durch die Beine, kurz und schmerzlos. Deni Alla bringt Rapid mit 1-0 in Führung. Drazan verärgert, sagt, warum spielst du mir den Ball nicht nach vorne durch? Hofmann und 2-0. Er macht sich sein Geburtstagsgeschenk. Burgstaller. Läuft alles wie am Schnürchen. Hofmann mit guter Übersicht legt ab nach hinten. Und da schlafen die Rieder bei einem Outline-Wurf, darf man sich einen nicht so überraschen lassen. Der passt genau ins Eck.
auch sehr klug gewählt. Die Schusstechnik nicht mit Vollspann, sondern mit der Innenseite platziert er ihn ins Eck und dann ist kein Halten für Torhüter Gebauer möglich. 2:0. Die Trimmelseite. Hacic. Hofmann stört gut. Ala Hofmann. Boah, der hat Selbstvertrauen. Der hat Selbstvertrauen. Fast jeder Schuss ein Treffer von Ala. 3:1. Machtlos. Gebauer. Es passiert ja nicht allzu oft, dass er 3 Gegentore kassiert. Und wieder Hacic Ausgangspunkt. Lässt sich den Ball abjagen an der Mittellinie von Hofmann und Ala zielt genau. Da passt kein Löschblatt hinein. Bitter für einen Torhüter. Am heutigen Tag 50 Minuten gespielt und Gebauer hat noch keinen einzigen Ball zu halten bekommen. Bei allen Treffern war er machtlos. Aber ganz klar, das ist eine Partie, in der man dann auch einmal ganz ordentlich gefühlt sein könnte, wenn es hier zum Beispiel noch richtig eng wäre im Titelkampf. Wenn beispielsweise Rapid gewonnen hätte gegen Salzburg. Aber. Ah, der war schön! Das kann er, Burgstaller. 1:0 nach 18 Minuten. Ich hätte gedacht, das ist ein bisschen viel Platz, den man ihm hier gibt. Und dann packt er die feine Klinge aus. Das hat er wirklich gut im Programm. Bonhoeffer spielt da fein zurück im seltsamen Platz. So aus dem Stand, mal schauen. Da ist Böttcher irgendwie noch dran. Aber eben nur mit den Fingerspitzen. Ganz feine Geschichte hier. Zur 1:0-Führung, Guido Burgstaller mit seinem 7. Saisontreffen. Elsneck, Ara, Nida, Hannover dazwischen, Senča. Burgstaller, guter Antritt, wieder der Wechsel auf die linke Seite. Grozurek zu Hofmann. Nochmals zu Grozurek. Kein Abseits. 1:0. Klasse gespielt. Trainingsleistung bestätigt. Erstes Saisontor. Applaus vom Trainer. Alles richtig gemacht. Schön durchgespielt von Steffen Hofmann auf Lukas Grozurek. Und er bleibt ganz cool. Schauen wir nochmal genau hin. Hofmann lässt sich fallen und dann wunderbar gespielt, herrliches Timing, weit und breit, kein Abseits. Und dann behält der junge Mann die Nerven, wunderschön gemacht. 1:0, toller Beginn für die Hütteldorfer, 7 Minuten gespielt und die Führung ist da. Foul am Burgstaller von Senča. Das gibt Geld für den Kapfenberg-Kapitän. Die gelben Karten haben rein statistischen Wert. Dann wird wohl Prager etwas weiter nach vorne gehen. Ansonsten gibt es 3 und jetzt ist alles entschieden. Sonnleitner, aber wenn schon die Stürmer nicht treffen. Ein echter Steirer geht nicht unter. Mario Sonnleitner mit seinem ersten Saisontor hat er vor 1,5 Jahren zuletzt getroffen. Das war zu Hause im Hanapi-Stadion gegen Ried. Und das ist wohl die Entscheidung, kurz bevor Thomas von Heesen die Offensive verstärken wollte. Keiner hatte Sonnleitner auf der Rechnung. Und auch Kostner blieb im Gehäuse, war dann ohne Abwehrchance von der 5-Meter-Grenze. Kein Problem für Sonnleitner inzwischen. Der Wechsel, Grgic raus, Kulic rein. Der
Lange Ball von Pichler in Richtung Burgstaller. Gar nicht leicht anzunehmen, aber den hat er wirklich sensationell verarbeitet. Und jetzt steht es 1:0 für Rapid. Diniala schießt die Hütteldorfer hier in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Na bitte, von wegen Rapid kann den Gegner nicht ausspielen. Das war jetzt wirklich eine feine Aktion. Vom langen Ball von Harald Pichler bis zum Abschluss von Diniala. Hat alles zusammengepasst. Schauen Sie noch einmal. Hier, Pichler, der die Szene einleitet. Dann Burgstaller, sensationell, wie schnell er diesen Ball verarbeitet. Schimpelsberger geht auch gut rein in den Strafraum, spielt quer. Und da haben die Rapidler die Innsbrucker Defensive jetzt richtig kalt erwischt. Einmal passt es nicht da hinten. Einmal spielt Rapid schnell. Und schon steht es 1:0. Burgstaller für Drazan. Was machen die Rapidler aus diesem Ballgewinn? Das 2:0. Jetzt ist die Partie entschieden. 2:0. Und der Torschütze heißt wieder Diniala. Also der ist mittlerweile richtig angekommen in Hütteldorf. Das hat eine Zeit lang gedauert, aber mit diesen zwei Treffern aus dem heutigen Spiel hat er 9 Saisontore erzielt und ist damit schon ein richtig wertvoller Bestandteil dieser Mannschaft geworden. Hier der Ballgewinn. Tomasz Abraham verliert aus Innsbrucker Sicht die Kugel, ungewöhnlich für den Kapitän, und dann der eingewechselte Drazan mit einer schönen Flanke. Und in der Mitte ist Diniala schneller am Ball als Dario Takovic.